Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, was man so alles mit dem GitHub-Projekt GHand machen kann. Also im Endeffekt, GHand ist ein Tool, was verschiedene Sachen suchen kann, was mit Google zusammenhängt. Es hat verschiedene Module, ein E-Mail-Modul, wo man verschiedene Informationen über eine bei Google registrierte E-Mail herausfinden kann. Es gibt ein Dokumentenmodul, wo man über Google Docs was herausfinden kann, ein YouTube-Modul und ein Gaia-Modul. Die Installation selber ist ja eigentlich wie immer. Das heißt, na, hier haben wir es doch gleich. Genau, ich brauche meinen Git-Clone. Das hatten wir ja schon in dem Video über GitHub drin. Und diese, ups, ein bisschen größer. Genau, den muss ich einfach nur absetzen. Bei mir sagt er schon, gibt's schon, ist ja klar. Ich habe das ja schon ausprobiert. Dann wechsle ich in das Verzeichnis herein. Dann muss ich jetzt die Requirements nachinstallieren. Das steht das Kommando hier auch schon auf der Seite. Da wird er jetzt auch nichts finden, weil alles schon installiert ist. Und als nächstes muss ich diesen Check and Gen Py ausführen. Python 3 Check and Gen Py. Denn damit das sauber funktioniert, brauche ich Google Cookies. Und um das nutzen zu können, brauche ich also einen Google-Account. Den habe ich mir jetzt mal gerade angelegt. Nehmt nicht euren eigenen, eröffnet einfach einen neuen, leeren. Und dann steht hier, dass es Add-ons für die verschiedenen Browser gibt, die man sich installieren kann. Ist jetzt wohl Französisch, aber macht nichts. Einfach hier draufklicken. Dann installiert sich das. Und dann kann man hier sich die Base64 Cookies holen. Dann steht hier, die sind also in die Zwischenablage rein kopiert worden. Wichtig ist eben im Google-Konto angemeldet zu sein. Und ja, jetzt muss ich halt hier sagen, was will ich. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Base64 Cookies, also 2. Dann tue ich die jetzt hier rein kopieren. Und dann habe ich jetzt hier meine Cookies drin und kann danach GHand nutzen. Und die Nutzung ist relativ überschaubar, weil im Endeffekt gibt es ja gar nicht so viele Optionen. Also im Endeffekt eben diese 4, die ich gerade schon gezeigt habe. Und ich übergebe eben dem Mail-Modul eine Mail-Adresse, dem Dokumentenmodul eben eine Dokumentenadresse und der YouTube eben eine YouTube-Adresse. So, also Python 3 ghand.py larry@google.com und dann schaut er halt mal nach, gibt es dazu einen Google-Account? Und ich habe jetzt natürlich vergessen, E-Mail einzugeben, aber er sagt mir schon, irgendwas fehlt hier. Ja, und gefunden wird eben Larry Page. Es wird ein Profilbild heruntergeladen. Das kann ich dann unter Profile Pics öffnen. Na, da gibt es jetzt hier Larry Page und DM Russell, was ich vorhin schon getestet habe. Display Larry und dann sieht man hier, habe ich dieses Bild eben heruntergeladen. Gut, wollten die Ergebnisse weiter durchgehen. Genau, wann wurde das Profil zuletzt editiert? Also, das schaut also so
Das schaut aus, als ob es noch aktiv ist. Hier habe ich jetzt noch eine Gaia-ID, mit der ich dann eben jetzt diese Gaia-Suche machen könnte. Ja, da kommt eben wieder raus, er hat YouTube-Channels, er hat keine Reviews bei der Map. Das müsste identisch mit dem hier oben sein. Was hier noch dazu kommt, ist Kalender, aber da ist auch nichts Öffentliches. Und anscheinend hat er Hangouts und Fotos aktiviert. Da kommen wir jetzt über diesen Weg derzeit aber nicht ran. Das ging vor kurzem noch. Google hat halt was geändert. So, dann hatten wir nicht nur Gaia, wir hatten auch noch Doc. Für Google Docs habe ich auch schon was vorbereitet. Ich habe hier ein Google Doc mit Google Search Parametern von Daniel M. Russell. Und das kann ich jetzt hier auch einfach einfügen und kriege dann eben Hintergrundinformationen, wann wurde es erstellt, wann wurde es zuletzt geändert, wer ist der Eigentümer, welche Google-ID hat er und sein Profilbild wird wieder heruntergeladen. Und dasselbe kann ich auch mit einer YouTube-Adresse machen. Ich habe jetzt gerade mittlere Maustaste gedrückt. Wenn man unter Linux was markiert hat, dann wird es in die Zwischenablage kopiert und ich kann es mit der mittleren Maustaste wieder herunter einfügen, dort wo gerade der Cursor steht. Und im Endeffekt sind es aber die öffentlichen Informationen, die auf meinem YouTube-Kanal zu finden sind. Ja, wann wurde der Kanal gegründet? Wie oft wurde was angeschaut? Hier eben die ganzen Texte der Beschreibung, dass eine E-Mail verfügbar ist und so weiter. Also diese Sachen, die da sind und auch die Homepage, werden jetzt hier halt nochmal schön übersichtlich dargestellt. Wenn ich so etwas wegspeichern will, ich hatte es in anderen Videos schon erklärt, einfach größer als und dann einen Dateinamen eingeben. TXT und dann habe ich eine Textdatei, in der dann alles drin steht. Mit Cat kann ich es mir in der Konsole anschauen oder eben über die Oberfläche und also ihr seht, hier ist das jetzt drin und natürlich könnte ich das, wenn ich jetzt hier in den Git-Ordner gehe und dann in den Gehand-Ordner. Dann müsste hier jetzt eben diese Textdatei sein und die kann ich dann auch normal aufrufen mit einem Texteditor. Ja, ich hoffe, das war für euch nützlich. Macht's gut. Ciao, ciao.